Hallo in die Runde, willkommen zu einem neuen Rocket-Video Schlag die Meerjungfrau. Eingangs möchte ich mich einmal bedanken für die Anteilnahme, die mir entgegengeschlagen ist, weil ich ja, wie ihr alle gesehen habt, im großen Finale nicht so besonders erfolgreich abgeschnitten habe. Das habe ich aber ganz gut weggesteckt. Die Videowoche war eine ganz gute Therapie für mich. Und jetzt läuft ja schon wieder die neue Saison. Ihr könnt es hier sehen, nachdem es eingangs so aussah, als ob sich die Nutzer noch ein wenig zurückhalten, brummt inzwischen das Turnier. Über 8.000 Euro sind schon wieder im Jackpot nach den ersten 4, 5 Wochen. Also es wird auch in diesem Jahr wieder ein schönes Turnier mit erweiterten Finalteilnehmerfeld. Über 100 Qualifikanten wird es geben und da werde ich dann hoffentlich auch dabei sein. Heute bin ich tatsächlich mal wieder bei einem Live-Turnier in Vinteln, die ganze Woche. Deswegen seht ihr hier die Aufnahme meines Auftrittes von letzter Woche. Das Schöne, wenn ich so eine Aufnahme kommentiere, die schon eine Woche zurückliegt, dann kann ich mich natürlich auch nicht mehr ganz genau an jede einzelne Partie erinnern. Da gibt es jetzt für mich gleich vielleicht selber auch noch den einen oder anderen Überraschungsmoment. Also schaut einfach mal, ob ihr mich hier vielleicht irgendwo bei überraschten oder merkwürdigen, vielleicht auch nicht ganz passenden Kommentaren erwischt. Also ein wenig Liste Wundertüte heute, wobei ich natürlich ganz grob schon noch weiß, was passiert ist. Im ersten Spiel hier wird nun gerade Kreuz gespielt. Da habe ich nur die beiden Trümpfe und kläre hier im zweiten Stich erstmal die Stechfarbe. Wenn du die Stechfarbe gefunden hast, dann ist das eine super Information, sowohl für mich als auch für meinen Partner. Die Karte klärt sich damit ziemlich schnell. Das heißt natürlich nicht immer, dass wir eine Chance haben, kommt eben auf die Trumpf- und Beikartenstärke an. Einmal mit zwei Trümpfen die Farbe geklärt und jetzt auf keinen Fall nochmal Herz hinterher, denn wenn es ein Fünftrümpfer ist, dann ist schon der Trumpfgleichstand zwischen dem Alleinspieler und meinem Partner hergestellt. Dann würde ich damit nur dem Alleinspieler erlauben, nochmal einen Trumpf zu verstechen und dann würde er typischerweise über die Dörfer gehen. Stattdessen jetzt lieber eine möglicherweise gefährdete Karo 10 bei meinem Partner hinten freispielen oder dem Alleinspieler eine 10 kaputt spielen. Das hat auch soweit schon ganz gut hingehauen, sowohl die Karo 10 frei zu spielen, als auch die Ansage, dass der Spieler dann wohl über die Dörfer geht. Also es sieht hier jetzt nach einem Trumpf-Gabel-Endspiel aus. Beide Spieler jetzt noch zwei Trümpfe. Hoffe ich mal, dass mein Partner den höchsten Trumpf dabei hat, damit ich mein Herz Ass nach Hause bekomme. Das sieht aber nicht so aus. Das hat Spieler 2 dann offensichtlich ganz gut hinbekommen. Der hat erkannt, wie die Trümpfe stehen. Gut, war auch nicht so schwer, wo ich die beiden roten Trümpfe habe und die ersten beiden Trumpfstiche aussahen. Hat er dann also entsprechend oben unten gespielt. Ja. So wird moderner Skat gespielt. Zweites Spiel. Ich habe jetzt hier mal 20 geboten, habe einen Viertrumpfansatz mit zwei Assen, komme aber nicht ran und das sieht auch irgendwie nach einem souveränen Auftritt aus. Also Spieler 3 zögert nicht lange, der spielt schnell. Drei Buben hat er, vier Karos, alles klar. Jetzt muss ich rausnehmen, sonst bekomme ich weniger. Denn sonst kriege ich nur die Karo 8. So, jetzt ist die Frage, ich war noch am Überlegen, spiele ich Karo zurück oder biete ich mal das Pik Ass an, um die Karte zu klären. Da wird schon die Karte aufgedeckt, ein Abklapprang, wo wir nur einen Stich bekommen haben. Meine erste Vorhand. Zum Glück bin ich ja nicht abergläubisch, sonst würde ich ja denken, dass das ein schlechtes Omen ist. Wieder wird Gang gespielt. Ich habe mein Ass angeboten, wurde gestochen, also auch hier wieder die Karte klärt sich ziemlich schnell. 28. Oh, ob wir da aus dem Schneider kommen? Na gut, entweder er macht wohl noch den Pikstich, vielleicht gibt es auch noch einen Herzstich. Na gut, es gibt noch einen Herzstich, sei es drum, schneiderfrei sind wir. Na, jetzt die Karten zeigen, aber dann doch noch hier piefig den extra Stich spielen für drei Augen mehr. Na, das ist ja auch wieder herrlich. Und der war mit 4. Naja, was soll ich sagen? Die Jungs starten furios und laufen mir davon. Da muss ich natürlich jetzt so einen Ansatz, wie den ich hier habe, auch schon mal ein bisschen höher ziehen. Also bis 40 gehe ich hier auf jeden Fall. Ich bin sogar noch frivoler. Ich reiz das Ding sogar auf
Ja, gehe ich da bis 50? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Herz ohne 4, Kreuz ohne 4, Gang ohne 4, es kann alles werden. Es ist so eins von diesen Risikospielen, die ich mich natürlich in einem längerfristigen Turnier nicht unbedingt trauen würde, aber hier in dem Rocket-Turnier, ja, schon fast wie eine Pflichtreizung, könnte man sagen, auf die kurze Distanz, wo ich bisher noch kein Spiel habe. 48 wird aber gehalten aus Mittelhand und das ist dann doch für mich das Zeichen, besser einzupacken. Das kann wohl sonst nichts werden. So, Kreuz wird gespielt. Ja, wenn er mit dreien ist, dann haben wir vielleicht eine gute Chance. Dann, also wenn er nur mit dreien ist, muss man sagen, bei 48, dann würde mein Trumpf Ass ja auf jeden Fall noch einen Stich machen. Schade schon mal, dass nicht Karo rauskam. Immerhin Herz König sicher blank. Wenn die Herz 10 im Keller ist, hat der Alleinspieler kein Problem. Aber ja, selbst wenn er das Spiel mit vieren ist, hatte ich natürlich die Hoffnung, dass mein Partner vielleicht wenigstens den Trumpf König hat und mit dem König vorstechen wäre ja schon unangenehm. Dann hätte der Alleinspieler entweder mit Karo Jungen rüber müssen und ich einen Trumpfstich gemacht oder er hätte was anderes abwerfen müssen, unterstechen müssen. Dann hätte ich immer noch die Chance gehabt, wieder in Karo zu stechen. Aber so kam es nicht. Trumpf Lusche bei meinem Partner, Überstich, Trumpf König und ja, gut, da kommt nur Herz Bube. Ah, es ist aber doch mit Vieren. Dann sind meine Trümpfe natürlich alle nichts wert. Jetzt sehen auch noch im Keller. Sechs Trümpfer. Gut, Karo Ass muss ich dann schon meinem Partner zurechnen. Er hat es auch. Ja, 46. Leider habe ich halt jetzt nichts mehr. Das wäre eben unser Preis gewesen, wenn mein Partner da mit Karo die Karte eröffnet hätte. Dann hätte ich meinen Trumpf Ass verstechen können. So gewinnt der Spieler hier tatsächlich ganz knapp nur mit 63 Augen. Ja, kein Trumpf voll nach Hause bekommen, aber war auch nach dem ersten Stich schon nicht mehr zu ändern. Es sei denn, ich wäre jetzt so spitz gewesen, so geil gewesen, dass ich auf Herz König erstmal nur die Dame lege, um in Hinterhand zu bleiben. Und dann hätte zusätzlich mein Partner danach Karo finden müssen. Also auch ganz schön viele Fragezeichen, ob der Plan funktioniert hätte. Ich denke, ist so vertretbar. So, das muss es doch jetzt aber sein. Das muss es sein. Fünf Trümpfe in Karo. Zwei Asse an der Seite, das Ding kann ich auf jeden Fall auch als Handspiel reizen. Spieler 3, was hast du denn da schon wieder? Nicht zu fassen, für 27 komme ich nicht ran. Ärgerlich, das grummelt, das brodelt. Der Rechner ist jetzt schon kurz davor, ich will noch nicht sagen, aus dem Fenster zu fliegen, aber zumindest schon mal an die Wand gedonnert zu werden. Und dann kommt da wieder ein Gang raus, ohne großes Zupfen. Huch, ach so, sorry, ich habe den Stich gemacht, dann ist es ja in Ordnung. Ja, Herz 10, okay, vielleicht war die blank. Gucken wir mal, ob wir gleich in Herz noch ein paar Stiche machen. Das sieht dann doch eher nicht so aus. Dann jetzt mal die Karte klären. Da wird wohl noch Pik und Kreuz in der Beikarte schlummern. Feierabend. Gerade aus dem Schneider gekommen. Gut, okay, das ist manchmal beim Skat auch so. Meine Karte sah so aus, als wäre es mein Spiel. Es sah aber eben nur so aus. Spieler 3 in Vorhand hatte ein viel teureres und besseres Spiel, konnte ich eben nicht reinkommen. Skat ist ein Geduldsspiel. Das zeigt sich immer wieder. Und das kann dann einem besonders an den Nerven nagen, wenn du schon ein paar Mal gereizt hast, aber einfach nicht ans Spiel gekommen bist und dann noch nicht mal die Chance hattest, ein Spiel umzubiegen. Oder wo wir dann das eine Mal die Chance hatten bei dem Kreuz mit Vieren, wir einfach nicht, ja, die richtigen Karten getroffen haben, was ja nicht immer Fehler sind. Das ist ja eben bei einem Spiel mit verdeckten oder teilweise offenen Informationen. Kann das nicht immer funktionieren? Ach, das sieht ja auch schon wieder wie ein so langweiliges Spiel aus. Ja, warum klappt er denn nicht runter? Wo ist denn? Huch, habt ihr das gesehen? Was hat denn da mein Partner mit dem Karo Ass gemacht? Ja, hier, da erinnere ich mich noch. Hier habe ich ganz schön gezuckt. Es ging jetzt nur um Schneider. Der Schneider war natürlich geschenkt. Ja, mein Partner hat sich wohl verklickt, würde ich sagen. Anders ist das gar nicht zu erklären. Ich war jedenfalls hier einen Moment irritiert, überrascht, dass da so eine Unkonzentriertheit bei Spieler 3 auftaucht, der schließlich gut im Rennen liegt und ja auch nicht unbedingt seinem Kontrahenten da die Schneider schenken sollte. Das könnte sich am Ende für ihn noch rächen. Wenn dann da irgendwo die 10 Punkte fehlen.
Ja, hier kommt der nächste Gang. Nach Bubenabzug direkt Karo unter durch. Sieht also nicht so aus, als ob mein Partner noch einen Buben hätte. Das wäre jedenfalls untypisch, dass der Spieler dann nicht danach über die Dörfer geht. Karo König hat er wahrscheinlich zu dritt. Also Karo Ass hat er zu dritt, noch Ass und König. Ja, jetzt Abzug, das Kreuz voll, logisch. Ja, spielt mich wieder rein. Gut, jetzt wird er natürlich auf Herz, hat mein Partner noch den vollen, dafür wird der Karo König fliegen. Also den Karo König Stich kann ich da nicht machen, aber da war nicht mehr zu holen als ein solides Schneiderfrei. Ja, nun guckt euch das mal an, wie es schon steht nach 7 Spielen. 400 und 300, ich habe noch nicht ein Spiel. Und jetzt einmal drei Buben mit ganz viel Kleinkram und Gemüse an der Seite. Noch kein Ass, noch keine drei Karten. Jetzt habe ich natürlich 18 gesagt, jetzt mal gucken. Also wenn es einen verarscht, dann ja meist so richtig. Zack. Oho, das ist der große Zampano, der große Rollmops. Vier Buben und dann von jeder Farbe zwei, das Ganze auch noch ohne Seitenass und in Mittelhand. Also das kann jetzt natürlich interessant werden. Ich entscheide mich hier 20 zu drücken, ist sicher auch, also ich denke, es ist die beste Drückung. Aber wenn die Jungs natürlich überall das Maximale holen auf den Fehlstichen, dann ist das Ding hinüber. Oder wenn eine Überstichgeschichte dann hinten raus in Pik noch droht. Immerhin nur Pik, Karo, Ass, Lusche. 26, das sieht doch einigermaßen kontrolliert aus. So, jetzt muss ich mal drüber nachdenken, ob es eine gute Idee ist, Pik, Lusche abzuschmeißen. Naja, es fehlt auch noch ein weiterer Voller. Nee, es fehlen nur noch die beiden Pik-Vollen. Also wenn Trumpf nicht zu fünft steht, dann würde Einstechen hier gewinnen, aber typischerweise ist Pik-Abwurf auch gut, denn sehr unwahrscheinlich, dass da die Pik-21er-Zwischenzug kommt und dann nochmal ein weiterer Stich draußen ist. Nee, sitzt also artig. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte da schon stechen sollen und statt Pik-Lusche abzutragen, aber in dem Moment, ja, habe ich es ganz offensichtlich nicht getan, wurde aber, diese kleine Unschärfe wurde aber nicht bestraft. So, jetzt will ich natürlich das Anschlussspiel. Natürlich ist das hier ein hohles Ei, das sieht ja jeder, ne? Es kann aber noch alles werden. Es kann noch ein Kreuz, ein Pik, ein Karo oder sogar ein Rang werden. Und man weiß ja manchmal nie, selbst was bei hohen Reizungen hier noch drin liegt. Es kann auch der Null Ouvert werden. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich hier auch die 46 gehalten habe. Ich habe potenziell mindestens drei, vier mögliche Spiele, die ich dann spielen kann. Komm aber nicht ran, Kreuz Hand, und dann wollen wir doch mal schauen. Beim Handspiel ist ja die Chance doch relativ groß, dass da auch mal eine einzelne Karte in der Farbe steht, vielleicht sogar ein Bild oder gar eine blanke 10. Im Volksmund bekannt unter dem Spruch, unter der Weisheit, Hand hat alle Hand, also mal frisch ein Ass auf den Tisch. Ah, gleich wieder die Stechfarbe. Dann wäre es vielleicht doch besser gewesen, blanke Herz Dame aufzuschlagen. Oh, guckt euch das an. Das sieht so aus, als ob der Herz Bube im Skat liegt. Sonst wäre das kein Kreuzhand gewesen. Dann kann ich hier natürlich gut mal bluffen mit dem Karo Buben. Wäre schon jetzt ein sehr steiler Zug, wenn der Alleinspieler jetzt das Trumpf Ass hinzieht. Er weiß ja nicht, dass der Herz Bube liegt. Das muss ich natürlich lieber so versuchen. So, Karo 10. Und jetzt spiele ich natürlich die blanke Karte. Aber Herz Ass hat er auch noch. Ja, wie sollen wir dann gewinnen? Hier jetzt der Offenbarungseid, Herz Bube liegt, den Stich machen wir auch nicht. Also die neun Augen fehlen uns am Ende logischerweise auch. So, dann nehme ich Pik lieber raus. Mein Partner macht vielleicht ja noch den Stich in Herz. Okay. Ja, so wenig haben wir gar nicht. 41. Mein Partner nimmt raus, aber es sind eben nur 45. Wenn er jetzt Herz 10 zieht und der König fällt, sind es 59. Und ich habe kein Bild mehr. Ich habe das Karo-Bild nicht mehr. Es ist doch zum Mäusemelken. Huch. Nicht Herz 10? Nee, das ist. Also, das ist jetzt natürlich auch wieder. Da hätte ich jetzt schon wieder. Mein Partner weiß ja nicht, dass Karo-Bild im Stock liegt. Er muss doch jetzt die Herz 10 spielen. Herz König steht beim Spieler, die Karte war komplett durchleuchtet. Wenn von mir das Bild noch gekommen wäre, wäre das Ding wieder platt gewesen. Also ein sehr bescheidener Auftritt, muss ich hier sagen, von Spieler 3. Das sind Unkonzentriertheiten jetzt zweimal in den letzten zwei, drei Stichen. Das sollte nicht so oft passieren. Hier in dem Fall ging es nun einmal nur um Schneider und dieses Spiel wäre auch nur auf 59 gelaufen.
Aber es gibt natürlich dann auch mal Situationen, wo das schon den spielentscheidenden Unterschied macht. Das sollte man sich nicht zu oft erlauben. So, Spieler 2, der hat es jetzt irgendwie geschafft. Der ist nicht aufzuhalten, der marschiert hier durch. Hat eine gute Karte, hat dann auch noch das Quäntchen Glück, was im Skat liegt und was da mein Partner zusammenspielt. Die Trümpfe stehen hier auch wieder ganz kreuzbrav, 2 zu 2. Ja, da ist schon wieder alles vorbei. Pik Dame habe ich hier noch geschont, falls wir den Stich mit gegen die Pik 9 noch machen, falls er nicht das Ass an der Seite noch hat, sondern 10 König Lusch. Denn sonst hätten wir auch nur 90 gehabt, so, also wären wir auch nicht raus gewesen. So, 656. Zwei Spiele noch, und wenn ich überhaupt hier noch eine Schnitte sehen will, dann brauche ich jetzt natürlich ein Spiel, um an Spieler 3 zumindest noch ran zu robben. Das könnte noch gelingen, aber lange darf die Karte nicht mehr warten. Aha, das ist doch der erwartete Ansatz. Okay, die Findung ist, ja, die Findung ist so lala. Also, wenn ich ihn nun wirklich hätte greifen wollen, dann hätte ich hier wohl Krang machen müssen können, ne? 21 in Karo drücken oder sowas. Oder trotzdem, ja, oder Herz 10, Karo Ass. Ich kann aber in diesem Turnier nichts gewinnen, und das ist taktisch auch einfach nicht klug, jetzt nochmal ein Spiel zu spielen mit Risiko, womit ich gegebenenfalls Spieler 2 dann noch 40 Punkte unnötig zukommen lasse. Das muss einfach nicht sein. Der hat genug profitiert in dieser Serie. Also das ganz solide Karo-Spiel, das muss hier reichen. Und es hat auch eine gute Schneiderchance. Das heißt, der Unterschied zum Grang, der wenig Schneiderchancen hat, sind dann ja auch nur 27 zu 48, also 21 Punkte. Das bedeutet, dass ich hier auf der sicheren Seite lieber geblieben bin. Na, da hat tatsächlich Spieler 2 auch nochmal verpasst, was reinzulegen. Ach, der hatte auch noch die Dame. Wären sie aber rausgekommen. So, also Schneider, und es ist immer noch die Chance für mich, jetzt Spieler 3 zu greifen. Brauche ich aber natürlich schon ein großes Spiel. Ein 96er Spiel muss jetzt her. Und was sagen wir denn dazu? Das sieht doch fast so aus. Das kann was werden. Ja, ich war aber wohl nicht so scharf drauf, sonst hätte ich wohl hier direkt Krang Hand gespielt, muss ich sagen. Wenn ich wirklich diese 96 unbedingt hätte haben wollen, natürlich wäre auch das wieder ein großes Risiko, was ich aber nicht gehen wollte. Und die Findung ist natürlich enttäuschend. Zweimal vierte Farbe, nicht mal ein voller, das ist wahrscheinlich so eine der wenigen Drückungen, wo ich jetzt auch sage, nee, dann mache ich den Grang jetzt auch nicht. Der hat nämlich auch kaum Schneiderchancen, das heißt, da sind die 96 Augen auch nicht herzuholen. Dann mache ich wieder das solide Kreuzspiel und finde mich damit ab, dass ich in dieser Liste mit wenig Material einfach unterlegen bin. Weil man ja noch nicht mal sagen kann, am Ende von 12 Spielen, dass nun 285 3 zu 0 ein Totalschadenergebnis wäre. Gerade kommt die Liste ein bisschen in Schwung. Also wenn es noch 3 Spiele weitergelaufen wäre, dann oder 6, ne? Wenn noch ein bisschen was gekommen wäre, habe ich das Gefühl, hätte ich hier noch alles rausgerissen. So ist gerade im vollen Lauf die Liste vorbei. Also alle Pferdchen wieder zurück in die Box. Ich wünsche euch noch eine schöne, erfolgreiche Woche. Viel Spaß beim Rocket und wie immer, gut Blatt.